Servus und willkommen zurück zu Deadly Shadows. So, ich habe wieder nachgespielt, wir sind wieder an der Stelle. Hab allerdings vergessen, beim Healer vorbeizugucken und das Zeug zu verkaufen. Naja, wir sollen hier runter. Das machen wir mal. Zwar geht es total easy going hier. Aber den schalten wir noch aus, bevor wir weiter nach unten gehen. Weil je weniger Gegner wir haben, desto einfacher wird's. Ist hier eigentlich noch jemand? Ich habe hier gerade irgendwas Grünes gesehen. Jo. Ein Moospfeil. Hier runter. Gehen wir sonst noch irgendwo runter? Ach, da steht auch noch einer. Well, are you there? Elder shalt show me where thou dost hide. Kann er mal sterben? Nochmal probieren. Und er ist tot. Da wollte ich, glaube ich, gar nicht runter. Doof. Naja, den da unten können wir auch noch ausschalten, wenn wir hier schon mal oben sind. So mal. Ach, von oben funktioniert das nicht so gut. Das nervt mich ein bisschen. Wie komme ich da runter? Ich würde ja mal sagen, hier gekonnt draufjumpen. Da können wir nicht mehr rein. Naja. Warten wir mal ein bisschen, bis der Kerl sich hier beruhigt hat. Wobei, wir könnten auch das Zeug hier mal hinterschmeißen. Interessiert ihn aber nicht. Okay. Löschen wir mal die Fackeln. Einmal. Und nochmal. Okay. Wo rennt der lang? Nicht zu mir und das ist gut. So. Ist das ein Feuerpfeil? Ich glaube. Trick, this brother, and not seemly. Damn. So, Feuerpfeil abstauben. Habe ich schon gesagt, dass ich das Weihwasser mitgenommen habe? Ich glaube schon. Okay. Ne, dann haben wir hier nichts weiter. Oh, ein Wasserpfeil. Nehmen wir mit. So, wo geht's hier lang? Ah, okay. Dann sind wir irgendwo unten. Wehe, da sind Zombies. Unteren Glockenturm betreten, ja. Das Leben steckt voller Entscheidungen. Stelle dich den Prüfungen des Erbauers oder entsag ihm und wähle den Tod. Aber irgendwie glaube ich immer noch, dass wir irgendwann wieder in diesem Let's Play Zombies treffen werden. Und ich werde es nicht aufhören zu sagen. Zombies, Zombies, Zombies. Überall. So, erstmal dunkel machen hier. Bevor hier wieder einer Angst kommt und meint, hey Mann, du darfst hier nicht sein, okay? Schau, dass du dich verpisst, okay? So. Aber irgendwie glaube ich immer noch, dass ich einen Gamma zu hoch habe. Er dreht sich doch jeden Moment um. Ich sehe es schon. Doch nicht. Cool. Haben wir hier was? Nö. Das heißt, wir werden mal weiter runtergehen. Ich glaube immer noch, dass diese kranken Kerle irgendwas mit den Zombies zu tun haben. Es kann ja nicht sein, dass hier sonst keiner ist. Nur eine Wache. So. Die Frage ist nur, wo stehen die? Wo stehen die? Aber das ist uns mal egal, das ist eine Kiste. Schon wieder Weihwasser.
Warum? Warum Weihwasser? Kann ich nicht mal ein Sprite haben oder so? Schmeckt vielleicht auch besser. Nicht so ein komisches abgestandenes Wasser. Water. Bevor ich das aufmache, gucke ich da erstmal. Sieht gut aus. Zacken. Zacken. So, wohin noch? Irgendwie glaube ich, der kommt gerade bedrohlich nah. Ach, der strampelt hier unten rum. Werden wir doch einfach mal hier runter gehen. Runter, nicht hoch. Mann, Garrett. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wohin dreht er sich? Das ist die Frage aller Fragen. Und da bleibt er jetzt auch wieder so stehen wie der andere Typ. Where came that noise? What wickedness brought thee? Boah, jetzt wäre ich schon wieder fast hängen geblieben. Na, das steht hier noch. Das finde ich gut. So, mal hier reingucken. Wieder eine Kiste. Wieder mit Hab und Gut. So, und da wären wir also hier hingekommen, okay? Wir machen lieber mal die Tür zu. Nicht, dass da einer meint, hey... Dann wird er viel zu leise. Oh. Wow, 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 wow. Das war mal richtig knapp hier. So, der geht hier schön im Kreise. Might something have moved in those shadows. Ah. Wir sind doch ganz unten, oder? Irgendwas mussten wir hier machen. Na, Cleaner. Steckt er jetzt mal die Wache, Waffe weg? Steck sie weg. Steck sie einfach weg. Macht er halt nicht. Was bist du eigentlich für ein Assi? Na. Blöde Treppen, echt. Aber irgendwie glaube ich, der will das auch nicht machen. Gaspfeil haben wir nur noch zwei. Die waren doch mit zwei Hits tot, oder? Täusche ich mich. Die waren auf jeden Fall nicht so hart wie die anderen. Boah, geh da doch raus. Jetzt soll ich auf die andere Seite. Ja, ja. Voll erwischt. Wie Bein. Nix Bein. Garrett. Nix Bein. Garrett. Aber wir mussten hier unten noch was machen. Ich bin noch nicht blöd. Zum Ofen in den Keller des Glockenturms. Genau. Wir müssen in den Ofen in den Keller. Bei Ofen denke ich wieder an Zombies. Das erste Mal, als wir Zombies getroffen haben. Warum nicht gleich so? So. 9 Minuten. Und irgendwo war es noch hier. So. Boah, da ist doch einer rumgerannt, oder? Na, ja, da steht er schon wieder. Ach, kommt's. Ich will irgendeine coole Perspektive haben. Zumindest sehen die den Typen nicht, der hier tot liegt. Das finde ich cool. I have most thoroughly searched. There's nothing here to find.
Wow, da ist auch noch einer. So. Müssen wir die zwei hier auch noch ausschalten? Okay, da ist nur einer. Wow. Was ist denn das für kranker Shit? Der hat ja einen Bart. Der hat doch einen Bart. Warum hast du einen Bart? Bam. Boah, da steht ja einer. Na, der merkt ja gar nichts, echt. Was bist du denn für eine Wache? Das ist eine seltsame, komische Wache. Aber das da hinten könnte die Brennöfen sein. Wenn ich mich nicht täusche. Hm. Den will ich noch erwischen. Boah. Immer kurz bevor du dran bist, immer so, oh, da macht irgendwas ein Geräusch. Ich drehe mich mal um, instant. Bam, tot. So, dann stauen wir das noch ab. Spezielle Beute. So, und was steht hier? Eines Tages kam der Erbauer zur Esse des Schmiedes und er sah zu und lauschte. Schließlich legte der Schmied einen Barren auf den Amboss und hob seinen Hammer. Und der Erbauer sprach: O Herr, segne diesen Barren. Nein. Verwandelte den Barren mit einem Hauch in pures Gold. Mhm, klar. Doch der Schmied rief: Was ist mit meinem feinen Eisen geschehen? Wie soll ich nun eine Klinge oder ein Werkzeug schmieden? Dieser Barren ist wertvoll, aber nutzlos. Und da hauchte der Bauer den Schmied an. Und der Schmied legte Hammer und Leib da nieder. Seitdem sitzt er zur Rechten des Erbauers bis in alle Ewigkeit. Amen. Totaler Schwachsinn. Steht genauso viel Müll drin wie in der Bibel und da backt schon wieder irgendwas rum. Sieht aber interessant aus. Ja, genau, da war ein Feuerpfeil drin. Ist da auch einer drin? Nö. Schade. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Hier würden wir theoretisch wieder irgendwie nach oben kommen. Hm. Die Dinger sind auch irgendwie seltsam. Was war das? Keine Ahnung. Vielleicht ein Fahrstuhl? Wenn ich nur wüsste, wo ich bin. Die Karten werden immer unübersichtlicher. Die ersten gingen noch. Da wusstest du ungefähr genau, da bist du ungefähr und da musst du hin irgendwie. Die restlichen, die sind nur Müll. Hm. Ah, so kommen wir nach unten. Cool. Ah, ich will gar nicht. Ich hab nach unten gedrückt. Okay, doch ein bisschen veraltete Technik. Okay, nach oben könnten wir gar nicht. Dum, 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 dum. Ah, da steht auch schon wieder einer. What makes that sound? Wundert sich übers Geräusch, aber geht weiter. Mhm. Das sieht, glaube ich, schon mal gut aus. Frage ist nur, könnten wir weiter runter? Oh oh. Gut, dass wir uns hier drin verstecken. Und von da aus sehen sie uns irgendwie nicht. Oh, komm. Naja, ich beende mal den Part. Wir sehen uns, wenn der Typ sich wieder beruhigt hat. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.